Und wenn ich das immer rausschneiden würde, jedes Mal, dann seht ihr einfach nur, wie jeder Charakter plötzlich andere Zauber hat. Und wenn er dann versucht, im Kampf so mitzudenken, dann wisst ihr überhaupt nicht, welcher Charakter kann was. Und das ist dann voll blöd. Nicht wenn, falls. Falls. So. Also, Yuffie war der Mystery Ninja. Sie hat den Vierspitz-Schuriken. Kein Wunder, dass sie damit Sache... Wenn sie angreift, ne? Wirft sie das Ding natürlich, ne? Macht normal Schaden. Die Grundwerte der Charaktere sind wirklich nicht so verschieden. Im Prinzip unterscheiden die Limit-Techniken die Charaktere. Da ist Yuffie ein relativ starker. Ihre allerletzten Waffen unterscheiden sie. Da ist Yuffie der stärkste. Ihre Waffeneigenschaften Nahkampf-Fernkampf. Da ist Yuffie als Fernkämpferin eine von zwei regulären Fernkämpfern, nämlich Barret und Yuffie. Ich glaube, andere gibt's nicht. Doch, natürlich. Gut, es gibt noch einen dritten. Also sie ist ja kein schlechter Charakter. Definitiv. Wenn man einen Spielstand auf maximale Effizienz spielt, sollte man sie wirklich dabei haben. Ganz klar. Weil sie ganz am Ende einen Trick erlaubt, der einem das Leben und einem, der fast schon essentiell ist, um in den Endgame-Content wirklich reinzukommen. Fakt ist aber auch, dass sie einfach unglaublich lustig ist. Mhm. Und wenn man sie trainiert und wenn man sie dabei hat, gibt es später ein paar extra Secret-Szenen. Und sogar einen ganzen Dungeon und alles mehr. Also das lohnt sich schon, sie zu holen. Gut. Das hier sieht nach einer Hafenstadt aus. Also sofern man das eine Stadt nennen kann und keine große Geschützstellung. Das ist Junon. Wir sind angekommen. Diese Bucht hier ist für uns erstmal noch nicht interessant. Eine ganze Zeit lang nicht. Wir sind in Junon angekommen. Hier irgendwo soll Sephiroth stecken. Danke. Das habe ich jetzt gebraucht. Mensch, Mensch, Mensch. Gut. Ach ja, noch was. Je höher die Limit-Ebene, die ein Charakter hat, desto weniger Limit bekommt er von seinem Schaden. Das heißt, Yuffies Limit wird einfach relativ gesehen sehr schnell steigen. Wenn ihr guckt, was Cloud bekommt, wenn er 100 Schaden frisst, und was Yuffie bekommt, wenn sie 100 Schaden frisst, das ist ein gewaltiger Unterschied. Das ist auch eine Mechanik, die halt erlaubt, dass man Charaktere wie sie, die man später erst dazu bekommt, die dann auf Limit 1 stehen, dass die schneller wieder hochkommen. Weil die fressen dann wirklich zwei Angriffe später, also der letzte Charakter, wenn man den dazu kriegt, oder sie sich später holt, dann frisst die zwei Angriffe, die anderen sind dann schon auf Limit-Ebene 3 oder mit Glück sogar 4, und sie ist auf 1. Sie frisst dann einen Angriff für 600 Schaden, verreckt daran fast und ist voll auf Limit. Und nochmal, haltest du wieder hoch, Limit von vorn. Tipp, 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 tipp. Hast dann in drei Kämpfen 3-4 Limit-Techniken benutzt, bis nach wenigen Kämpfen schon, was weiß ich, wo mit den Limits. Das ist relativ lustig. Was ist mit dieser Stadt passiert? Sie ist so heruntergekommen. Ist sie das? Ja, sie ist es, ich gestehe. Was ist das da? Ist das ein Fleischer? Schwarz-weißes Fleisch? Wenn du eine Waffe siehst, die du möchtest, solltest du sie besser kaufen. Waffen! Waffen! Waffen? Das sind keine Waffen. Na gut, das ist vielleicht noch eine Waffe, aber... Das sind keine Waffen, das ist Schrott. Entschuldigung. Hey, nicht vergessen, du hast jetzt Werfen. Das sind alles Waffen. Ja, man kann mit Werfen auch nicht alles werfen, glaube ich. Ich kann ja mal gucken. Im Substanzmenü gibt es diesen einen Punkt. Prüfen. Wo ist das mein Werfen? Wo ist mein Werfen? Da. Okay, den kann man nicht weiter prüfen. Man kann zum Beispiel gucken unter Zauber, welche Zauber hat man dann. Da kann man quasi gucken, wie sehen die Menüs im Kampf dann aus. Aber ihr seht schon, manche, nicht alle Sachen kann man prüfen. Werfen und Objekt zum Beispiel nicht. Bei Angriff gibt es nichts zu prüfen. Seit Shinra diese Stadt da oben gebaut hat, während des Krieges, hat es keine Fische mehr im Wasser gegeben. Es war so verschmutzt. Gut. Hey, du da. Hey, das ist der Aufzug von Shinra. Hier wird nicht rumgeschnüffelt. Nicht? Wirklich nicht. Sabotieren darf ich auch nicht. Sprengen vielleicht, daran habe ich Erfahrung. Was ist denn das hier für ein Ort? Wer bist du? Wo kommst du her? Ich könnte jeden Ort mit einem unterschiedlichen Akzent sprechen. Hast du einen Mann mit einem schwarzen Umhang gesehen? Ich habe den Typen noch nie gesehen. Ja. Den Typen. Ah, ja. Den Typen mit schwarzem Umhang, ja. Wenn ihr wollt, dass ich irgendwann noch meine Stadt komplett absuche und euch jeden NPC zeige, alles, was der sagt, dann müsst ihr das in den Kommentaren schreiben. Ich habe nicht immer die Nerven dazu, das tut mir leid.
wenn ich am Ende das Luftschiff habe, das ist kein Spoiler, in jedem Final Fantasy hat man am Ende ein Luftschiff, dann werde ich das vielleicht machen, weil viele Städte ändern sich dabei nicht. In 8 bekommst du ein Raumschiff. Das ist auch ein Luftschiff, weil du damit nicht, du kannst damit nicht in den Raum fliegen, also du fliegst nur durch Luft, es ist ein Luftschiff. Ja, toll, in 10 bekommst du ein Dimensionsschiff, in 9. Also es ist auch ein Luftschiff, passt schon. Na gut, na gut. Jedenfalls, wie gesagt, wenn euch eine bestimmte Stadt besonders interessiert, die nicht gerade Midgar ist, schreibt's mir, dann mache ich das vielleicht auch verfrüht irgendwann bei Gelegenheit. Aber bis dahin, ich werde euch ein bisschen die Szenerie immer zeigen, dass ihr versteht, wie so eine Stadt aufgebaut ist. Diese heruntergekommene, dass Kalm so ein extrem ruhiges Örtchen ist. Solche Sachen, dieses Feeling, das werde ich euch zeigen einigermaßen oder erzählen. Aber ich werde nicht alles ausleuchten, das ist einfach, die Nerven habe ich nicht, das müsst ihr mir verzeihen. Hey, Herr Delfin! Oh. Ich heiße Priscilla. Sag es nach. Dieses Mädchen will einem Delfin das Sprechen beibringen. Nur fürs Protokoll. Wer seid ihr? Gehört ihr zu den Shinra? Hey, pass auf, was du sagst. Wir hassen die Shinra. Fürs Protokoll. Gut zu wissen. Yuffie hasst die Shinra. Warum auch immer. Also ich weiß warum aber. Und so ist das. Ich glaube euch nicht. Raus hier. Klasse. Hey, es ist ein Monster. Oh, es ist wirklich ein Monster. Vorsicht, Herr Delfin. Mädel, du bist sowas von klug. Hey, halt. Wir kommen. Hi-ha. Ja, ganz tolle Stelle. Ein Bossfight, so ganz ohne Ankündigung oder und alles. Und ich habe keine Erkennen, stell ich gerade fest. Hm. Gut, okay. Also die Shinra, die wussten ja schon, dass die außergewöhnlich bösartige Umweltverschmutzer sind, aber dass die Fische nachher so aussehen, ja, bedenklich. Ja, erreichen nicht möglich. Dieses Viech fliegt so hoch in der Luft, dass wir nicht mit Nahkampf rankommen. Werfen. Ausrüstung können wir werfen, Rüstung können wir nicht werfen. Ich will meine Waffen nicht werfen. Doch, ich werfe meine Waffen. Das Meisterschwert können wir weder verkaufen. Nur hier den alten Stock für Aeris, den werfen wir mal. Klock. Ist nicht wirklich Knalle, also, ne? Ich weiß jetzt leider auch überhaupt nicht, wie viel HP der hat oder wogegen der anfällig war. Ich hau einfach mal drauf. Und das hat schon ganz gut wehgetan. 200? Sein Bewegungsmuster ändert sich. Das heißt, seine Attacken ändern sich. Jeder Depp weiß das. Also, das haben wir zumindest bei dem Skorpion gelernt. Ah, dieses Drecksviech. Blub. Oh, das Ding ist ätzend. Red X kann jetzt nichts machen in der Zeit und verliert ständig HP, solange diese Wasserkugel drauf ist. Da seht ihr es. Außerdem sorgt die Kugel dafür, dass der Boss in der hinteren Reihe steht. Gut, das ist nicht so wichtig, weil man ihn mit dem Nahkampf eh nicht erreichen kann. Die Wasserkugel verschwindet, sobald man einmal draufhaut. Wir sehen uns an die Pyramide. Die war so ähnlich, bloß nicht ganz so abnormal, weil sie nicht wehgetan hat. Die hat nur einen Charakter gelähmt. Und Cloud kann noch zweimal zaubern, dann sind seine... Einmal zaubern, dann sind seine MP weg. Ihr seht also, ich bin... Dieses Übertrainieren... ist nicht ganz so effektiv. Ja, super. Aber es ist tot. Ne? Die MP gehen dann relativ fix aus. Juhu. Und alle freuen sich. Kann es sein, dass jedes Viech, das eine Welle macht, irgendwie dadurch stirbt? Nö. Wenn man mal an die Abwasser-Tsunami denkt. Nochmal Heilung 2. Ich habe euch Heilung 2 noch gar nicht gezeigt. Powergriff. Den werde ich euch zeigen. Der ist toll. Es ist ein Zubehör, das einfach die Stärke um 10 erhöht. Das ist furchtbar. Sie ist doch nicht tot, oder? Priscilla! Hey, den Opa kennen wir. Mit dem haben wir geredet. Nein, sie atmet nicht. Hey, das war's. Junger Mann, Beatmung. Und zwar sofort. Mund-zu-Mund-Beatmung. Tu es, Cloud. Aber sie ist doch nur ein Mädchen. Oh, ich weiß nicht, was der Spruch soll. Ich weiß nicht, was sie da falsch übersetzt haben.
Aber es ist echt mies. Du weißt, dass ich nicht kann. Nee, stimmt, du sabberst ihr nur alles voll. Was? Du weißt nicht wie? Komm her, ich zeig's dir. War aber ja Elite-Soldat, weiß aber nicht, in den Mund-zu-Mund baden. Okay, super. Es muss wohl sein. Gut. Gut. Tief ein. Also wenn ich Viereck drücke, dann geht es los. Und wenn ich nochmal Viereck drücke, dann geht es wieder runter. Tief einatmen. Und wieder aus. Ja, ihr schüttelt jedes Mal danach den Kopf. Das ist leider so. Ich habe keine Ahnung, worauf es hier wirklich ankommt. Ob man immer das Gleiche treffen muss. Ob es eine bestimmte optimale Zone gibt. Ich stoppe meistens da. Jedenfalls man pumpt und pumpt und pumpt. Und irgendwann ist man halt durch damit. Ja, mein Emulator würde es technisch erlauben, dass ich das hier beschleunige. Aber Tempo Gaming mache ich nur offscreen. Und dieses Minispiel werde ich garantiert nicht ins Offscreen ziehen. Das ist mir die Mühe echt nicht wert. Das heißt, das müsst ihr jetzt leider mit durchleben. Ich habe das schon so oft durchlitten. Das kommt euch alles zugute durch meine Spielerfahrung. Dass ihr es jetzt einmal auch überstehen könnt. Außerdem, bangt doch um das Mädchen. Die liegt im Sterben. Unsere Beatmung ist es, die sie retten kann. Gucken wir doch mal. Durchschnittliche Computerspieler, die im Internet aktiv sind. Normale Standardreaktion. Wo ist der Körper des Monsters? Gibt's da noch mehr zu holen? Ich habe schon super geiles Accessoire bekommen. Ich will nicht noch mehr. Also ich brauche nicht. Außerdem, nein, gibt es nicht. Siehst du, das Mädchen lebt. Ah, oi, und es blubbert. Hey, Priscilla, ist alles in Ordnung? Okay, für so einen alten Knacker hat er noch einen starken Rücken. Cool. Gut. Ja, die Szene kommt einem sehr random vor. Das stimmt. Aber man findet sie. Man findet sie jedes Mal, selbst wenn man nicht weiß, worauf es ankommt. Findet man diese Szene einfach irgendwie von selbst. Das gibt es in dem Spiel manchmal so. Manchmal passt es einfach. So. Stärke plus 10, ne? Machen wir so. Außerdem, was war das gewesen? Nach Heilung 2, ne? Ja, genau. So, bla 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 bla. Ja, wir sind ganz toll. Du läufst nicht mehr herum. Kleine Änderung, die man hätte bemerken können. Hey, komm ein bisschen herein. Komm ein bisschen rein. Setz dich ans Feuer. Ich hab gehört, was geschehen ist. Du hast so viel für Priscilla getan. Kennt man, dass es eine alte Frau sein soll? Nein, oder? Sei ehrlich, Chris. Naja, nicht so wirklich. Vielleicht sollte sie noch was mit einem Knusperhaus und einem großen Ofen erwähnen. Vielleicht. Ich sag doch, setz dich ans Feuer. Ihr müsst alle müde sein. Falls ihr euch ausruhen wollt, bleibt hier. Ja? Fühlt euch wie zu Hause. Also, darf in die Ecke kacken? Das ist ein gutes Stichwort. Ich denke, ich werde mich jetzt noch eine Dreiviertelstunde hinlegen, damit ich dann nachher fit bin. Nachher, jo. Okay, man kann ja jetzt sagen, wir wollen nicht rasten. Alles Gute und viel Spaß euch noch. Ja, warte noch ganz kurz, ja? Okay. Okay, man kann hier rasten, muss man auch, damit es weitergeht. Ich mache es nicht, ich gehe raus, speichere. Und dann können wir nämlich jetzt auch gemeinsam cutten, das ist viel schöner so. Okay, dann so. Für den Stil. Genau, wir haben ein Mädchen gerettet. Yippie-yay. Noch eins. Das wievielte war das hier? Nummer 3? Nummer 4? Zählt Joffi als gerettet? Vor der muss man eher uns retten. Dann war es Nummer 3. Glaube ich. Also wir haben Eris, Tifa, Eris, Eris. Achso, du zählst die eine mehrfach. Ja, dann wird's schwierig. Ja, aber wenn man die separat nimmt, dann war es Nummer 3, richtig. So, gut. Hier machen wir nächstes Mal weiter. Wir haben das Mädchen gerettet. Jetzt sollten wir uns erstmal ausruhen. Das haben wir nächstes Mal noch vor. Machen wir dann auch. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Habt viel Spaß. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Man hört sich. Mal.